Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Heute habe ich meine neue Weihnachtspulli an. Das ist sicher ein Video wert. Nein, Scherz beiseite. Es geht natürlich nicht um meinen Pullover heute, sondern es geht um etwas viel Interessanteres. Wir haben alle schon von CarPlay gehört. Und CarPlay, für die es nicht kennen, das ist eine Funktion von Apple für die Leute, die ein iPhone haben und gewisse Funktionalitäten von diesem iPhone gerne im Tesla würden nutzen, auf eine einfache Art und Weise. Dazu braucht es aber natürlich zwei Parteien. Es braucht einerseits Apple mit dem Betriebssystem iOS vom iPhone und auf der anderen Seite, in unserem Fall, der Autohersteller Tesla, wo die entsprechenden Schnittstellen bauen in seiner Fahrzeugsoftware, dass die beiden Geräte miteinander reden können. Apple hat ihren Job gemacht. Das funktioniert mit verschiedenen Herstellern bereits seit mehreren Jahren. Auf der anderen Seite haben wir Tesla, wo der, was das angeht, den Job nicht gemacht hat, beziehungsweise wahrscheinlich nicht will machen. Das ist ein Entscheid, wo wir hier nicht darauf eingehen wollen. Aber wir haben trotzdem eine Lösung gefunden. Aber jetzt hat mir ein Vögel zwitschert, dass es eine Software gibt, die das Problem lösen kann. Das heisst, die einem hilft dabei, die Funktionalität CarPlay, Apple CarPlay, auch im Tesla zu nutzen. Und zwar in jedem Tesla. In jedem Tesla. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen jetzt zusammen an, wie das funktioniert. Und dazu habe ich einen Gast heute, nämlich Sascha. Und der Sascha zeigt mir jetzt das Neueste vom Neuen in dieser Angelegenheit. Ciao Sascha! Salut Beat! Also schau, ich bin fertig, das Update ist getroffen. Und voilà, hier hast du dein CarPlay. Ha, das glaube ich ja gar nicht. Das CarPlay? Wer, mir glaubt es nicht. Das sieht wirklich aus wie CarPlay. Also ja, es ist eigentlich auch, du kannst da drin rumbrausen. Und ja, dein Handy, das du hier hast, liegen, habe ich jetzt verbunden. Und wenn jetzt du jetzt hier heimfahren oder auf die Bütze, dann können wir das machen. Du, ja, siehst du Zoom. Haben wir da schon die neueste Videokonferenz, wo Tesla gesagt hat, die kommen wir auch schon drauf? Nein, es ist nicht das. Es ist wirklich so, dass das Zoom auf deinem Handy läuft. Und es wird dann einfach hier im CarPlay innen angezeigt. Aha, gut. Aber also, was wollen wir als erstes schauen? Weil das, sonst glaubt das nämlich niemand. Die glauben nämlich, es sei ja Fake. Wenn wir mal mit dem Navi zu deinem Geschäft fahren, Ja. Also, ich tue mal hier auf das Navi von Apple, das Apple Navi, und sage hier, ich will auf die Arbeit. Und los. Jetzt wissen alle, dass ich in Bern arbeite. So. Und dann müssen wir noch ein bisschen Musik dazu hören. Unbedingt. Ich habe gesehen, du hast Tune-In drauf. Das ist ja gut, das ist einfach Radio, aber können wir eigentlich hier. Wo haben wir das Tuning? Jetzt heißt es gerade weiter. Vorher haben wir es gehabt. Hier, in der untersten. Genau. Nehmen wir das Tuning auf. Und dann also schauen wir Swiss Pop. Ja, jetzt könntest du eigentlich losfahren und mit dieser Split-Ansicht, wo du siehst, wo du durchfährst, was für Musik läuft. Aber ja, ich muss dir noch etwas sagen, ich musste bescheissen. Was hast du denn beschissen? Mit einem Software-Update ist das halt nicht gemacht. Nein, ich habe hier den Pulli hergelegt, aber jetzt nehme ich ihn weg. Achtung! Das ist ein kleines Stückchen Hardware. Und ja, ich will nicht fremde Lorbeeren ernten. Die Software gibt es im Internet. Und das kann eigentlich jeder machen, wenn er ein bisschen Ahnung von Basteln hat. Warte, ich zeige das sonst mal mit den Komponenten. Also, was wir hier haben, das ist ein Raspberry Pi 4. Wo eigentlich das Hirn vom Ganzen ist. Warte, ich tue das mal auf. Also ein Raspberry Pi, für die, die das nicht wissen, was das ist. Ein Raspberry Pi ist ein Minicomputer, ganz salopp formuliert, ein Mini-PC. In der Grösse von einem Päckchen Zigaretten, so wie ihr das hier seht. Genau, was ich gemacht habe, ist ja da Lüfter oben drauf, der sonst nicht dabei wäre. Das Ganze ist in einem Gehäuse. Hier haben wir
eine LTE-Stick lassen, Internet macht und hier immer noch ein Ding, dass ich dein Handy verbinden kann, so ein sogenanntes Carlink-Kit. Also das ist für Bluetooth? Das ist für mich Bluetooth drauf zu binden, plus er baut noch etwas WLAN auf. Wenn wir gerade von WLAN reden, das ist das Nächste. Ich habe, die Computer vom Tesla habe ich einfach den Browser genommen und ich habe mich verbunden mit dem Raspberry Pi, der über das WLAN hier eine Verbindung macht. Tesla Android heisst das WLAN. Genau, hinten dran ist eigentlich ein Android-System, das mit dem Carlink-Kit oben drauf nachher das Apple CarPlay emulieren. Und dort verbindet sich dann dein Handy auf das da hier, auf das Carlink-Kit. Und die Anzeige vom Raspberry, der Webbrowser, der hier drauf ist, sorry für die, die das Fachchinesisch nicht so kennen, aber vielleicht interessiert es der eine oder der andere, gehe ich dann einfach hier auf die Adresse 9.9.0.1. Was natürlich wichtig ist, ist, dass ich wieder eingestellt habe. Tesla hat das Infahren verbinden Feature InDrive verbunden bleiben aktiviert vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Und das ist natürlich wichtig, dass ich das jetzt genau hier anhäkle, dass wenn du davon fährst mit dem System, dass es dann auch das Navi wirklich funktioniert. Das ist das Gleiche, was vielleicht der eine oder andere schon hat, für dass er gewisse Funktionalitäten, auch wenn er nicht das Pro-Abi gelöst hat, gleich kann brauchen, wenn er einen privaten Wi-Fi-Router braucht. Zum Beispiel. Ich weiss nicht genau, was das alles kann, wenn er das nicht eingestellt hat, weil mein alter Model S 2015, der hat lebenslänglich alle die Abos alle drin. Gut. Ja, das ist eigentlich die Hardware. Sie braucht einfach eine Stromversorgung. Und jetzt zum Beispiel bei den Model Y und 3 hat es die, glaube ich, im Handschuhfach drin. Bei dir habe ich jetzt einfach einen Zigarettenanzünder eingesteckt. Also es braucht noch gewisse Bedingungen. Hast du gesagt, was ist mindestens der Strom, den du brauchst? Ja, also du brauchst etwa 15 bis 20 Watt. Die gebraucht werden. Das ist etwas mehr als normal geliefert wird vom USB. Also darum hast du einen speziellen Stecker, also jetzt für 12 Volt, für eine Zigarettensteckdose und dort kommt nicht genug Leistung raus. Richtig, ja. Ich habe es auch schon am Board USB angesteckt, das ist gegangen, aber wenn es nicht plötzlich viel Leistung braucht, stürzt es ab. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Was noch weiter als Mindestbedingung ist, der Computer vom Tesla muss ein bisschen neuer sein. Also es ist MCL2. Was mindestens braucht, also auf dem ganz alten läuft es nicht. Von dem her ist deine Aussage, es geht auf jeden Tesla, ja stimmt, wenn man den MCU-Upgrade gemacht hat. Ja, wichtig, wichtig. Also für die Pioniere von der ersten Stunde sind, die, wenn sie den Upgrade nicht gemacht haben, die würden außen vorbleiben. Ja, der Browser ist einfach zu wenig schnell, für dass er das alles anzeigen kann. Hier. Genau, jetzt, wenn ich das gerade so anschaue, dort oben, oder, sieht das natürlich nicht wahnsinnig sexy aus und zum Fahren ist das auch nicht der ideale Standort. Was ist jetzt im Moment, sagen wir es so, was ist die beste Variante, wo man das her tut? Weil dort liegen will man es ja nicht beim Fahren. Ja, also ich habe es bei meinem Auto so gemacht, dass ich hier das Kabel reingezogen habe und ich habe es nachher hier unten. Zuerst habe ich hier oben probiert, jetzt nachher hier unten einfach mit einem starken Magnet angemacht. Muss man halt schauen, ob man viele Beifahrer hat, die das dann stört im Fussraum. Weil es muss ein bisschen Nähe sein vom rechten Spiegel, weil dort drin ist die WLAN-Antenne, die sich darauf verbindet. Genau, mindestens beim Model S, und wir sind beide nicht ganz sicher, wie es beim Model 3 und beim Y ist, oder? Genau, ja. Also, wenn das jemand weiss, darf er es gerne in den Kommentaren schreiben. Aber beim Model S und beim X, glaube ich, ist es im rechten Aussenspiegel. Und wir haben das vorhin getestet. Das ist also wirklich ein erheblicher Unterschied. Bereits eine Differenz, also eine Distanz von 50, 60 cm macht schon etwas aus. Und der Grund ist, hast du mir gesagt, dass der Raspberry Pi seine WLAN-Antenne auf dem Motherboard hat und keine externe Antenne in dieser Version. Das ist genau so. Der Entwickler von dieser Software, die auf das Raspberry Pi draufkommt, die Adresse tut der BAT unten rein, gibt ihm dann die weiter, dass das jeder basteln kann, was er will. Der Entwickler ist im Moment dran, um zu schauen, ob er es auf ein anderes Board kann tun, wo man eine externe Antenne dran tun kann. Das ist aus Polen, so ein Nerd. Ein Nerd? Ja, was man auch muss denken, wenn man sich so etwas zusammenbastelt, das funktioniert nur, solange das Tesla den Browser aktiv lässt. Wenn sie plötzlich finden, während dem Fahren darf man den Browser nicht mehr brauchen,
dann war das Ganze eigentlich für das Büssig. Das heisst, dann kann man es nur noch im Stand brauchen und dann macht es natürlich keinen Sinn. Macht es absolut keinen Sinn. Und ich möchte gleich noch schnell darauf zurückkommen, wo man es her tut. Jetzt haben wir vorhin S und X geredet, beim 3 und Y sieht die Welt ein bisschen anders aus, weil beim 3 und Y hat sie ein Handschuhfach, also das hätten wir hier auch, das ist nicht das Problem, aber im Handschuhfach innen hat es beim 3 und beim Y einen USB-Port. Und wenn der schon besetzt wäre, dann kann man für wenig Geld, wirklich für die 10er-Note oder so, kann man beim geeigneten Online-Shop, beim Ali und anderen, einen Multiplikator, oder wie sagt man das korrekt? Ja, aber so ein Doppelstecker für USB. Ja, genau. Ja, so ein USB-Höbli. Es gibt sogar beim, es ist ja so, dass der USB-Port im Handschuhfach ist, der für Data geeignet ist. Bei der neuen Y und bei der 3 ist es so, da kann ich nur Data. Der einzige Data-Port ist, sprich, auf Deutsch gesagt, die den Wächtermodus brauchen, die brauchen, ja, oder die Daten vom Wächtermodus auf einen USB-Stick aufzeichnen. Und der wiederum muss an einem Datenport angeschlossen sein. Und beim Y und beim 3 bei den neuen ist der einzige, was es im Fahrzeug gibt, ist in diesem Handschuhfach. Das heisst, wenn man dort einen USB-Port angesteckt hat, der die Videodaten von den Kameras aufzeichnet, dann kann man den sonst nicht nutzen und dann braucht man zwingend einen solchen USB-Hub. Aber es gibt schön gemachte für 2 und für 3 für um die 10 bis maximal 20 Stutz, die man dort rein tun kann. Die sind sogar schön bezogen, dass sie perfekt reinpassen. Und dann wäre das Gerät dort wunderbar positioniert, schön versteckt im Handschuhfach innen, Stromanschluss aus dort und aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, wir müssen schauen, ob es genug Strom liefert, aber wenn es das tut, wäre es definitiv der schönste Ort, was herkommt. Genau, müsste man testen, aber macht das. Und wenn einer das macht, dann soll er uns doch sagen, ob es funktioniert. Ich bin immer positiv und denke, das geht. Ja, willst du noch wissen, was du mir jetzt zahlen musst, das Gerät? Ja, ja, ich würde, dass du natürlich jetzt mal in meinem Tesla kannst sitzen und ich denke, du machst mir einen guten Freundschaftsbrief. Aber nein, Scherz beiseite. Ja, wir haben noch nicht über Geld geredet und selbstverständlich gibt es das nicht gratis. Erzähl. Die Software ist gratis. Also dem, der das entwickelt hat, habe ich ein paar Kaffees gesponsert in Form von Geld, aber die Software ist gratis. Das Problem ist, dass es ein bisschen im Moment eine Knappheit ist an diesen Raspberry Pi 4 mit mindestens 4 GB RAM, die es braucht. Die wären normalerweise etwa 60-70 Franken, werden im Moment nie sind sie lieferbar und sie werden im Ricardo für etwa 150 Stutz gehandelt. Darum ist das gerade ein bisschen teuer, das Kernkomponenten. Das, was wir hier drauf verbinden mit dem iPhone, das Carlink-Kit, das ist etwa zwischen 50 und 80, je nachdem, ob man sich gerade eine Aktion kann schnappen kann. Und der Stick, den es noch braucht, damit der das Ganze auch Internet hat. Weil wenn wir hier auf das WLAN verbinden, verlieren wir natürlich die Internetfunktionalität von internen SIM-Karten. Der Stick ist noch eine 50er-Note. Dann braucht es auch noch eine SIM-Karte für den Stick rein. Und das Gehäuse kostet noch ein bisschen etwas, eventuell Kabel, das man braucht. Die SD-Karte, die drin steckt, kostet noch etwas. Ich würde mal sagen, heute, im Moment, wo die Preise etwas höher sind, Materialkosten 300-350 Franken. Nicht gerade ein Pappenstiel, zugegebenermassen. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich eben auch ein bisschen nerdig ist und Freude hat an solche Dinge, und unter der Prämisse, dass Tesla nicht, wie der Sascha vorhin gesagt hat, den Browser abstellt, wo im Moment eigentlich auch kein Anlass dazu besteht, dann hat man ja hier langfristig etwas, wo man könnte nutzen könnte. Aber wie immer, muss natürlich jeder für sich selber wissen. Und jetzt gibt es die Variante, eben den Link tun wir in die Beschreibung rein, dass da jeder, oder wer interessiert ist, selber tut ein bisschen dran arbeiten. Oder aber, weil es dem Sascha häufig etwas langweilig ist. Das stimmt nicht. Nein, also wenn jemand findet, ich will das unbedingt, aber ich habe keine Ahnung davon und ich will nicht basteln. Ich kann das natürlich schon zusammenbauen und die Software drauf spielen. Und ja, ich kann einfach keine Garantie geben, dass es ewig funktioniert. Auch die Software drauf kann ändern. Dann müssen wir auf jeden Fall ein Update machen. Aber ja, für einen Hunderter oder so würde ich das machen. Dass ich das einmal zusammenbauen, aufspielen. Aber ich muss zuerst Komponenten bekommen. Im Moment ist es sehr schwierig. Im Moment ist es nicht möglich, dass ich so ein Raspberry zu einem vernünftigen Preis bekomme.
Wenn es aber jemanden gibt, der sagt, Geld spielt keine Rolle, dann meldet sich einfach mit der Kontaktmöglichkeit zum Sascha in Videobeschreibung vermerken. Aber wichtig ist auch zu wissen, dass selbstverständlich der Sascha hier keine Garantie geben kann. Er wird ein funktionstüchtiges Gerät übergeben. Hardware-mässig, software-mässig gibt es die Abhängigkeit, wie wir es vorhin beschrieben haben. Und wenn einer interessiert ist, meldet euch oder schaut euch es mal an. So, was haben wir jetzt angefangen? Jetzt haben wir einfach die Musik geschaut, wir haben das Navi gesehen. Gibt es sonst noch etwas Gägiges aus diesem CarPlay raus? Ja, also, ich habe dann mal da durch deine Apps... Ja, jetzt natürlich, das fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum hört man nichts? Ich habe natürlich die Musik zurückgestellt, weil wir haben wollen hören, was der Sascha zu erzählen hat. Ja, also, du hast die Apps drauf, die du auf dem Handy eigentlich auch drauf hast, die CarPlay-fähig sind. Das vielleicht, ich darf gerne noch ergänzen. Also, was wir hier sehen, ist eigentlich nichts anderes als die Spiegelung von meinem iPhone. Oder? Das wird eigentlich hier jetzt im Browser innen gespiegelt. Ja, genau. Die Standardsachen von Apple sind halt drauf, wie Nachrichten, Karten, Kalender. Was du jetzt noch zusätzlich drauf hast, ist ein Better Route Planner, der nur mit der Premium-Funktion von Better Route Planner funktioniert, dann auch CarPlay. Du hast Charge Map drauf, wo du die Ladestationen siehst, wie ich gesehen habe. Mobility Plus von ENBW, auch mit Ladestationen. Teams hast du drauf. Das könnte man vielleicht noch schnell, das Ladeding. Tun wir doch das mal auf, genau. Und du siehst, 100 Meter von hier, wo wir im Filmen sind, hat es eine Ladestation. Wir sehen sie dann sogar. Die wird ja, ich schwenke schnell über dort. Das ist bei dieser Garage hier in Lies, sind wir nämlich, im schönen Berner Seeland. Die Performance von diesem Ding ist immer ein bisschen abhängig, wo es liegt. Im Moment läuft es eigentlich nicht so wahnsinnig schlecht. Und das muss jeder für sich entscheiden, ob sich das lohnt. Weil ich meine, Tesla selber hat nicht ein schlechtes System. Es ist halt nicht Apple-kompatibel 1:1. Aber sie kommen nachher und nachher mit neuen Sachen. Hier kannst du halt noch ausweichen auf Google Maps, du kannst ausweichen auf Waze, habe ich zum Beispiel bei mir getroffen. Das Waze hat ja zwei Funktionen, oder? Also das eine ist mal die Navigation und das andere haben sie noch so Add-ons wie Gefahrenwarnung. Genau. Ja, hast einfach so ein bisschen die Welle halt, was für ein Navigationssystem das du brauchen mit dem CarPlay. Aber jetzt mit der neuen MCU ist doch das Tesla Navi ziemlich besser geworden mit Zwischenzielen. So. Ich hätte mir eigentlich CarPlay vor 2-3 Jahren gewünscht, wo Tesla noch ziemlich hinterher war mit den Funktionen, was Navi angeht. Ja, das ist so das. Haben wir alles erzählt? Du, ich glaube schon, wenn irgendjemand eine Frage hat dazu, auf Twitter bin ich mit Sascha81, da gebe ich gerne Antworten dazu, kann man mich abhängen. Oder natürlich, wenn wir das für alle möchten zugänglich machen, Tesla Fans Schweiz auf Facebook und auf Twitter. Stellt doch die Fragen dort hineinstellen. Der Sascha liest dort auch mit, so dass jeder ein bisschen profitieren kann, wenn sie... Klar, und sonst unten in den Kommentaren. Genau, dass die Community da ein bisschen profitieren kann. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Apple CarPlay im Tesla Model S. Das war es für heute. Sascha, merci vielmals, hast du heute Zeit gehabt. Und... Wir sehen uns. Ciao zusammen.